Ich begrüße euch zu einem neuen Mathe-Rätsel. Heute geht es um das Rätsel der 721. Und das ist wirklich eine ganz besondere Zahl. Und diese Zahl hat mir die letzten Tage wirklich das Leben schwer gemacht. Ich habe versucht, euch irgendwie mit der 721 was ganz Tolles, eine ganz tolle Geschichte hier zu konstruieren und dann daraus dieses Mathe-Rätsel abzuleiten. In den ganzen Rätselbüchern, in denen ich geschaut habe, war dieses Beispiel auch immer mit der 721 und es war auch immer einfach nur die Aufgabe und ich wollte es einfach mal anders machen, aber die ganze Googelei und alles hat nichts gebracht. Ich habe nur herausgefunden, dass der Paragraph 721 etwas mit der Räumungsfrist zu tun hat und ich hoffe auch, dass von euch noch niemand mit der Räumungsfrist irgendwie zu tun hatte. Da geht es um die Zivilprozessordnung oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall habe ich leider nichts gefunden, deshalb gibt es auch von mir ein knallhartes Mathe-Rätsel. Und mit knallhart meine ich, das heißt, es gibt einfach erstmal eine Aufgabe. Und die lautet x hoch 3 minus y hoch 3 ist gleich 721. Und gesucht sind natürlich Lösungen für diese Gleichung. Beziehungsweise, gibt es überhaupt Lösungen? In der Schule heißt es ja immer, ja, eine Gleichung mit zwei Variablen, boah nee, das kann man nicht lösen. Aber vielleicht funktioniert es ja doch. Und bei dieser Gleichung sind nur natürliche Zahlen als Lösung gesucht, falls es die, wie gesagt, geben sollte. Und natürlich müssen wir auch mal eine Frage formulieren. Also, welche Lösung oder Lösungen gibt es für x und y? Ja, braucht ihr einen Tipp? Nee, ich denke nicht, oder? Na, vielleicht könnte man mal drüber nachdenken, was wäre denn, wenn die 3 eine 2 wäre? Aber nee, ich habe nichts gesagt. Also versucht es einfach mal auf eure Art und Weise. Vielleicht findet ihr wirklich Zahlen, die da passen könnten und vielleicht findet ihr auch wirklich einen richtig guten Ansatz, wie man das Ganze lösen kann oder vielleicht sogar noch andere Zahlen, die das Ganze auch als schöne Aufgabe präsentieren können, weil mir ist wirklich leider nichts Besseres eingefallen als diese Gleichung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rätseln, morgen gibt es die Lösung und falls ihr noch Themenvorschläge für die Themenvideos habt, dann bitte in die Kommentare. Dann hören wir uns morgen wieder und spätestens am Sonntag zum neuen Themenvideo. Macht's gut, bis bald und nicht vergessen, alles ist denkbar. Ciao!